das hier ist Toni! Hallo Leute! Und heute werden wir ein bisschen Warblies live spielen und ich werde dir mal das Spiel zeigen! Also warte, Robert, ich glaube, ich habe heute ein bisschen was anderes vor. Oh, und zwar wirst du heute 24 Stunden lang das machen, was ich will. Was? 24? Na, ich glaube nicht, dass ich 24 Stunden das machen werde, was du willst, weil ich wollte dir eigentlich nur das Spiel zeigen. Ja, doch, du machst es. Was? Was machst du da? Dann werde ich nämlich richtig wütend. Oh Gott. Oh, Alter. Sag mal, hast du mich gerade mit so einem Schock einfach... Wie hast du das gemacht? Oh mein Gott, Toni. Okay, Roman, wir machen jetzt auf jeden Fall das, was ich möchte. Hä, was? Ich dachte, du kennst das Spiel gar nicht. Tja, vielleicht kenne ich es ein bisschen besser, als du denkst. Oh nein. Okay, hör zu. Okay. Was willst du jetzt genau machen? Also, ich wollte dir eigentlich nur das Spiel zeigen, so. Ich hab schon eine Idee. Und zwar, dein Outfit ist echt nicht so hübsch, Roman. Mein Outfit? Schau mal, wie du aussiehst. Du hast so einen Pappkarton an einfach. Ein Pappkarton? Ja, aber einfach das ist doch cool, das Outfit. Ich finde das cool. Und weil du heute alles machen willst, was ich möchte, werden wir jetzt shoppen gehen zusammen. Shoppen? Nein, wir können nicht shoppen gehen, das funktioniert nicht. Ich gehe nicht shoppen, ich bin doch einfach... Doch, wir gehen jetzt shoppen. Oh Gott, okay, ich verstehe. Ey, wie machst du das mit den Blitzen? wer weiß, Roman. Okay. Aber auf jeden Fall gehen wir zwei jetzt shoppen. Oh, los Mann. Geht's. Du musst mich da hinfahren. Wie jetzt? Fahr dich doch da selber einfach hin. Nein, fahr mich da jetzt hin. Okay, ist ja gut. Alles klar, gut. Dann steig ein. Also willst du dann einfach zu diesem normalen Wobbly-Markt sozusagen gehen? Wir müssen irgendwo hingehen, wo ich shoppen kann. Keine Ahnung, wo das ist. Okay, alles klar. Dann, ich bring dich jetzt einfach in das gute alte Shopping-Center von hier gleich nebendran. Okay. So, du wolltest was shoppen, ja? Wir müssen Sachen für dich kaufen. Für mich? Warum denn nochmal für mich? Oh Gott, okay. Egal. Okay, dann ich bring dich in den Einkaufsladen. Also, wir müssen einfach hier lang gehen einmal. Genau, richtig. So. Oh, mega. Genau, dann wissen wir, wenn du shoppen gehen möchtest, müssen wir hier nochmal kurz den Fahrstuhl rufen. Und eigentlich kannst du ja auch ein Outfit für dich selber kaufen, weißt du, ich meine, das wäre doch eigentlich schon nicht schlecht so. Nee, aber es geht ja darum, dass dein Outfit noch nicht gut aussieht und deshalb müssen wir jetzt ein Outfit für dich kaufen, Roman. Okay, das hier ist Cosmic Clothing. Hier könnte ich, glaube ich, reingehen. Also ich gehe nochmal in die Umkleide und zieh mir einfach was anderes an, okay? Nee, warte mal, ich suche aus, was du anziehst. Wie jetzt, du willst auch so, was soll ich denn anziehen? Hier, lass doch diese coole Brille anziehen, so. Nee, warte mal, nimm mal. Das sieht gut aus. Nimm mal die pinke Schleife. Was? Ja, zieh die mal an. Nein! Doch, das sieht super aus. Oh, nö, okay. Oh, Leute, das ist die beste Folge der Welt. Du machst alles, was ich sage. Oh, nimm mal das mit diesem pinken Gesicht. Oh, das? Mega. Oh, nö. Oder nee, das ist noch was Besseres. Nimm das Prinzessinnen-Ding. Welches? Das da? Ja, das ist ganz toll. Okay, oh, super. Nein, was ist denn? Wollen wir dich vielleicht? Doch, wir machen das jetzt so. Oh. Okay, und dann? Sonst werde ich sauer. Okay. Warte. Jetzt nimm diesen Regenbogenrock, ne? Den da? Ah, ja. Oh, wow, okay. Guck mal, das ist dein Outfit of the Day. Outfit of the Day? Was soll das denn sein? Oh, Mann, Dr. Auge, bitte guck mich nicht an. Also, jetzt hast du deine Genugtuung. Also, ich wollte dir nur Wobblies live zeigen. Jetzt hast du mich hier gezwungen, irgendwie mich so... Okay. Also. Okay. Jetzt komm mit. Wohin komm schon denn? Mit jetzt. Was denn? Komm was mit. Denn? Wohin denn? Mitkommen, mach jetzt noch mehr. Oh. Komm. Da. Ah ja, sehr gut. Okay, du musst mir jetzt folgen. Aha, und wohin? Oh, warte, erstmal musst du mich hier wieder rausführen. Wie komme ich hier wieder raus? Du kannst hier runterspringen einfach. Bei dem Glas hier runterspringen, genau. Aua. Und dann ist hier quasi der Ausgang. Ja, genau, richtig. Na, wie gefällt dir dein neues Outfit? Mein neues Outfit ist... So lala, würde ich sagen. Also ich finde es nicht unbedingt, es passt mir nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich trage eigentlich gerne andere Sachen. Das ist heute egal, denn wir machen jetzt, was ich möchte. Und zwar, was können wir noch machen? Wie wäre es, wenn wir einfach eine normale Mission machen oder sowas? Wollen wir eine Mission vielleicht machen? Nein, ich habe eine Idee. Du musst jetzt in eine Mülltonne springen. Was? In eine Mülltonne springen? Nein, ich kann nicht in eine Mülltonne springen. Hier ist nicht meine Mülltonne. Warum nicht? Dann such eine Mülltonne. Wie jetzt? Ich soll eine Mülltonne suchen. Du willst, dass ich in eine Mülltonne springe? Ja. Nein, das geht nicht. Tut mir leid, das gibt's hier in dem Spiel nicht. Roman, du lügst. Ich seh's genau. Was? Doch, du lügst. Was?
Oh Gott, oh Gott. Okay, gut, hör zu, hör zu. Wir machen einen Deal. Ich versuche zumindest mal eine Mülltonne zu finden, okay? Also, ich soll jetzt also quasi eine Mülltonne suchen und die dann reinspringen. Genau. Und warum muss ich das genau machen? Weil wir heute alles machen, was ich möchte. Und wenn nicht, dann schieße ich Blitze auf dich. Was? Okay. Hör zu, das ist, irgendwie ist dieses Video nicht so ganz richtig so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, warte mal, oh Gott, hier gibt's keine Mülleimer, siehst du? Das ist, guck mal, da ist doch eine Mülltonne. Nee, ich habe da keine Mülltonne gesehen. Robert! Was denn? Oh. Robert, ich werde gleich richtig wütend, wenn du so weitermachst. Oh, okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Gut. Also, die da? Oder willst du eine andere? Oder ist die in Ordnung? Ich würde sagen, die sieht gut aus. Oh Mann, okay. Also, einmal rein, meinst du? Einfach in die Mülltonne. Ja. So. Und so. Ist es das, was du sehen wolltest? Mann! Ey, ich steck fest! Ich steck jetzt in der Mülltonne fest. Jetzt komm ich raus. Ja. Schön. Okay. Können wir jetzt einfach ganz normal eine Mission spielen, Toni? Nein, denn ich habe noch ganz viele weitere Sachen mit dir vor. Was? Wir können auch einfach... Und zwar will ich ein Eis haben. Eis? Was meinst du mit Eis? Es gibt kein Eis in Wobblies Life. Ich will aber Eis! Wie jetzt? Du willst Eis? Okay, pass auf, hör zu. Es gibt vielleicht irgendwo ein Eis, aber wir können das jetzt nicht holen. Ich will's aber holen! Hol mir jetzt Eis! Was? Oh Mann, pass auf. Ich weiß nicht, wie machst du das eigentlich mit diesen Blitzen, Mann? Hol mir jetzt Eis, Roman! Okay, sonst lass ich alles explodieren! Okay. Alles klar. Gut. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich bring dir jetzt ein Eis, okay? Einfach ganz entspannt. Wir bleiben locker, okay? Wir gehen jetzt auf den Rummel, okay? So, ja, das Rummel klingt gut. Okay, so. Dann kaufe ich dir jetzt ein Eis. Guck mal, hier ist auch der Eiswagen, so. Und dann kann ich dir jetzt hier ein Eis kaufen. So, ich habe $50 habe ich noch. So, guck mal, hier hast du ein Eislolli. Bitteschön. Ah. Und, ist es das, was du gewollt hast? Es schmeckt mir nicht, ich will ein anderes haben. Wie jetzt? Du willst ein anderes haben? Ich will anderes Eis jetzt. Oh. Gib mir ein anderes Eis, Roman. Okay. Gut. Anderes Eis. Was willst du denn für ein Eis? Willst du das hier? Nee, ich will ein anderes Eis. Ich hab bald kein Geld mehr. Okay, was ist mit dem hier? Was ist mit dem? Au! Warum hast du mich jetzt wieder geschockt? Nee, das will ich auch nicht. Gib mir noch eins. Ein Eis noch. Oh hey. Gott. Oh Mann. Das Auto ist jetzt schon... Das ist... Oh, wow. Du hast einfach unser Auto gerade explodieren lassen. Okay. Ich kaufe dir jetzt noch ein Eis. Okay, ich kaufe das letzte Eis, was auf der Karte ist. Aber bitte, bitte mach nichts Schlimmeres. Okay, hier. Alle Kugeln Eis. Da ist Banane, Schokolade, Erdbeer, irgendwas. Gefällt dir das? Okay. Ja? Okay, alles klar. Puh, ich habe nur noch $10. Das wäre jetzt ganz schön ärgerlich gewesen. Okay, komm, jetzt gehen wir einfach einen Job machen und verdienen noch ein bisschen Geld, weil langsam wird es ein bisschen knapp mit dem Geld. Weißt du, ich meine? Nee, Roman, ich will was anderes machen. Was willst du denn und machen? Und zwar... Was? Ich will jetzt einen Helikopterflug machen. Helikopterflug? Wie meinst du das Helikopter? Es gibt keinen Helikopter. Doch, es gibt schon einen, aber... Okay, gut. Ja, dann wir holen uns einen Helikopter. Okay. Alles gut. Dann komm mit. Wir gehen da lang. Ach, guck mal, da hinten ist doch einer. So, dann kannst du hier. Und guck mal, zwar. Ja. Guck mal, will ich zum Strand fliegen. Zum Strand fliegen? Ja. Okay. Dann fliege ich dich jetzt zum Strand, meine Güte. Wir sind schon fast mal. Da. Ja? Hä, diese Villa da, die sieht voll schön aus. Ach so, ja, die kann man eh nicht kaufen. Das ist nichts Schlimmes. So. Kann man die nicht kaufen? Nein, kann man nicht. Also es gibt hier nur diesen Strand. Guck mal hier. Oh, ist das schön hier am Strand. Oh, guck mal. So. Hä, so. Ich will diese Villa haben, Roman. Wie jetzt? Kauf mir diese Villa. Kauf sie mir. Nein, ich kann die nicht kaufen. Das ist so... Doch, kauf mir jetzt diese Villa. Du bist doch erstmal am Strand, hallo? Du bist doch jetzt erstmal am Strand. Du wolltest doch an den Strand. Ja, okay, warte. Ich leg mich kurz an den Strand. So, das reicht. Du willst die Villa kaufen. Nein, welche Villa? Nein! Ich kann dir keine Villa kaufen. Okay. Oh Mann, ich will jetzt die Villa haben. Diese Villa kostet 1,5 Millionen Wobbly-Dollar. Woher soll ich die denn jetzt bekommen? Ist mir egal, wie viel die kostet. Kauf mir die jetzt. Oh, okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ich gehe mal kurz arbeiten. Okay, ich habe jetzt $500.000 verdient. Ich kann nicht mehr. Ich war so viel arbeiten. Du hast so lange gebraucht. Kauf mir jetzt die Villa. Okay. Oh. Aber sag mal, wollen wir nicht vielleicht unser Geld in irgendwas Sinnvolleres investieren als in eine Villa?
Nein, kaufst du mir jetzt? Ich will sie jetzt haben. Haben. Okay. Dann lass kurz hier pflegen. Juhu! Oh yeah. Okay, also. Wolltest du die Villa hier haben? Oder die rechte? Oder welche wolltest du? Genau die. Oh, mit dem Schachfeld. Perfekt, die kaufen wir jetzt. Dann gehen wir mal da rein. Oh, wie viel kostet die? 11.000. Oh Gott. Okay, bitteschön. Oh, juhu! Na, und wie findest du die Villa? Ist das so nach deinem Geschmack oder was denkst du davon so? Also ich habe jetzt richtig viel Geld dafür ausgegeben. Ich find's wieder langweilig. Ich will auch so ein Haustier, was du da hast. Was? Ja, ich habe dir gerade eben erst diese Villa gekauft. Wie kann es sein, dass du das jetzt schon uninteressant findest? Ja, ja, und beschwer dich doch nicht. Oh. Wenn du dich hier weiter beschwerst, dann werde ich alles explodieren lassen. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, wie du das machst. Oh Gott. Okay. Alles klar. Also welches Haus... Okay, ich bring dich in den Haustierladen, okay? Hauptsache, dieser Tag nimmt irgendwann ein Ende. Juhu! Das ist der beste Tag der Welt! Oh Gott, oh Gott. Und bitteschön, hier ist der Haustierladen. Perfekt. Okay, da gehen wir rein. Mhm. Ich will, kauf mir auch so ein Dr. Auge, aber in Pink. Aber Dr. Auge gibt's hier nicht. Das ist der falsche Haustierladen. Willst du nicht vielleicht was? So... Was? Ich hab dir doch gesagt, wo du mich hinbringen sollst. Ich hab dich doch in den Haustierladen gebracht. Du hast nur gesagt, dass du dich nicht in den Haustierladen bringen sollst. Ah, Hilfe! Ich hab dir doch gesagt, wo du mich hinbringen sollst. Okay. Ich bring dich zu Dr. Auge, okay? Alles gut. Steig ein. Ich mag den Helikopter nicht, will mit einem anderen Helikopter fliegen. Wie jetzt mit einem anderen Helikopter? Was für einen anderen Helikopter? Das ist der, ich weiß nicht. Der gefällt mir nicht. Kann man mit einem anderen fliegen? Was? Mit dem anderen? Das ist doch einer der besten Helikopter im Spiel. Ich will aber einen anderen jetzt haben. Okay. Ist der ich will einen anderen Helikopter, Roman. Okay. Einen anderen Helikopter. Ist ja gut. Okay. Was ist mit diesem roten Helikopter, der hier neben uns ist? Nee? Oh. Ich will einen anderen. Oh Gott. Noch einen anderen. Was? No, es gibt, glaube ich, keine andere Helikopter. Ist so ein Flugzeug da besser? Such einen. Ja, ich will das gelbe Flugzeug. Oh, okay. Den kriegen wir jetzt. Okay. Dann lass da. Oh yeah. Also ich fliege dich jetzt zum Haustierladen, aber danach musst du mir versprechen, spielen wir einen Job, einen normalen Job, oder? Nein. Also ich bekomme jetzt erstmal einen pinken Dr. Auge. Aha. Und dann lass ich mir was anderes einfallen. Wie jetzt? Du lässt dir was an. Also dieser Tag muss irgendwann ein Ende nehmen, Toni. Das ist... Also wir müssen doch mit dem Video noch richtig ab... Okay, gut. Ich bring dich jetzt erstmal zum Haustierladen, okay? Ja. Okay. So, bereit für den Landeanflug. So. Nein. Ich habe gar kein Geld, mir ein Dr. Auge zu kaufen. Was? Weißt du, was wir jetzt machen? Warte mal, was? Du hast kein... Was heißt, du hast kein Geld zum Dr. Auge? Wofür habe ich dich hierher geflogen? Weil wir machen jetzt ein Rennen. Ein Rennen? Ich will jetzt ein Rennen fahren. Okay, aber du musst mir versprechen, das ist das Letzte, was wir heute machen, okay? Kann ich nicht versprechen. Aber erstmal für dieses Rennen will ich so ein richtig schickes Luxusauto haben. Ein schickes Luxusauto? Okay. Und woher wie willst du dir das schicke Luxusauto kaufen, wenn du dir nicht mein Haustier kaufen kannst? Ich will ein Luxusauto haben. Hol mir jetzt dieses Auto. Oh, okay. Jetzt sofort. Okay. Ich bring dich nochmal kurz zum Autoladen, okay? Aber du musst mir versprechen, wir machen jetzt das Auto und dann ist vorbei, ja? Also, ich weiß ja nicht. Oh. Okay. Also? Ja. Es wird das Letzte sein, was wir machen mit dem Rennen. Echt? Oh mein Gott. Okay, das heißt also, wir machen ein Rennen. Ich hole dir ein Auto und dann ist das vorbei mit dem Toni wünscht sich hier alles. Es gibt noch eine Bedingung bei dem Rennen, aber das sage ich dir gleich. Wie jetzt sagst du mir gleich? Oh, okay. Also hier ist der Autoladen. Pass auf, es gibt da manche, die ein bisschen teurer sind. Aber guck mal, der sieht viel cooler aus als du. Was? Du hast mir dieses Outfit hier gegeben und jetzt sagst du, dass ich nicht cool aussehe? Was soll das denn heißen? Haha. Egal, ich suche mir jetzt erstmal ein Auto aus. Was? Okay, ich nehme dieses hier. Das da? Mhm. Okay. Oh Gott. Also das mit dem Streifen, das Gelbe mit dem Spoiler. Ja. Okay. Bitteschön. Tada. Na? Aber es ist lila. Ja und? Lila ist doch voll in Ordnung. Mir gefällt aber kein lila. Ich will kein lila Auto, ich will ein gelbes Auto. Okay. Ich hab verstanden. Ich mach's dir gelb, okay? So, los, immer nur die Ruhe bewahren. So, das wird jetzt hier gelb gemacht. Oh, da ist es gelb. Oh. Hey!
Tut mir leid, du hast mich gerade voll umgehauen. Okay. Es ist. Okay. Es ist. Aber das Auto ist gelb. Tut mir leid, ich wollte dich nicht umfahren. Hier, bitteschön. So. Und das ist jetzt. Okay. Wir fahren jetzt erstmal ein Rennen, aber du musst auch noch ein Auto haben. Okay. Fahr mal hier lang. Wir suchen dir eins aus. Wie jetzt? Wir suchen mir eins aus. Einfach in der Stadt, oder was? Ja. Okay, stopp. Was denn? Stopp, Roman. Okay. Was denn? Ich habe ein Auto für dich gefunden. Okay. Komm, ich steig mal aus. Aha. Hier, Roman. Oh nein. Das ist dein Auto. Das ist mein Auto. Und damit. Ja. Oh nein. Oh toll. Ich muss jetzt ein Rennen gegen dich fahren. Und zwar folgender Deal. Aha. Der gewinnt, was? Der darf nächste Folge entscheiden, was wir dann machen. Was? Wie jetzt nochmal? Nein, das können wir leider doch, nicht doch, machen. Doch, das ist die Bedingung. Was? Okay. Und wohin müssen wir fahren? Wer als erster am Strand ist. Am Strand? Das und ist los geht's! Oh, nö. Oh yeah! Oh nein, das ist unfair! Mein Auto ist viel lau, Mann. Das ist vielleicht. Oh mein Gott! Oh Gott, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ah nein, ich werde, glaube ich, nie wieder das machen, was Toni mir sagt. Ich habe mein Auto kaputt gemacht. Oh Gott. Und das ist der perfekte Moment, um tatsächlich Schluss zu machen für die Folge. Toni hat tatsächlich ihr Auto. Guck mal, jetzt gewinnt keiner. Das ist doch gut, oder? Toni hat jetzt einfach ihr Auto gegen den Baum gefahren. Damit sind wir tatsächlich quitt. Und niemand darf sich in der nächsten Folge wünschen, wer was macht. Okay. Meine Damen und Herren, das war heute Warmies Live mit Toni. Und wir haben natürlich 24 Stunden das gemacht, was Toni wollte. Und jetzt ist sie glücklich. Und, oh yeah. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Schaut auf jeden Fall im Shop vorbei. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Und ciao. Ciao.